Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Billy Bones, und zwar zu den Blu-rays, Steelbooks zu Deadpool und Wolverine. Ja, und dieser Film kommt einfach in zwei Steelbooks raus. Ne? Also die haben zu dem Film zwei Steelbooks rausgebracht. Und ja, ich konnte mich nicht entscheiden, welches Steelbook ich nehmen soll. Aber ich wollte auch gleichzeitig sowieso ein Video zu beiden machen, weil wenn man schon eins hat, dann sollte man das andere auch vorstellen. Bin ich der Meinung, die kannst du nur in Doppelpack zeigen. Und ja, die haben so ein Sammelding rausgebracht, Sammel-Steelbook. Das erste Mal, dass ich zum Film zwei verschiedene Steelbook-Covers bekomme. Oder dass man welche bekommt, soweit ich weiß zumindest. Aber ich würde mal sagen, ich mache es mal auf. Ich fange hier mal mit dem Deadpool-Film an, also Deadpool-Steelbook. Zu den Filmen kann ich mal ganz kurz sagen, ich habe den schon gesehen. Ja. Ich fand den ehrlich gesagt sehr unterhaltsam und ein bisschen lustig. Ja, schon lustig, ja. Das ist genau mein Humor, das ist Deadpool-Humor. Man muss auf diesen Humor stehen. Wenn man den ersten Deadpool-Film gut gefunden hat und den zweiten auch, dann wird man den Film auch mögen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich mache hier mal ganz kurz bei beiden die Folie ab. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, so bei den Leuten, die so ein bisschen die Filme hier so kritisieren und denken, sagen, ja, der ist scheiße oder schlechter Film. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand es unterhaltsam und ich finde, ein Film sollte erstmal unterhalten. Das ist erste Linie, was ein Film machen sollte. So, und man kann die Gags scheiße finden, aber dann weiß ich nicht. Dann mag man auch Deadpool und die Deadpool-Filme nicht. Dann mag man den Deadpool-Humor nicht. Dann kennt man sich mit den Comics vielleicht nicht aus. Kennt man die Deadpool-Comics nicht. Weil genau das, was man bei den Deadpool-Comics bekommt, bekommt man auch hier bei diesen Filmen. Und bei den Deadpool-Filmen, da geht es ja auch. Ich habe auch irgendwie gehört, die Handlung, da wird irgendwie kritisiert, dass da nicht so viel bei rumkommt und dies, das. Ja, okay. Aber die Deadpool-Comics und so, die sind ja auch so ein bisschen, die ist einfach ein wildes Chaos und Deadpool-Humor und ab geht die Luzi. Wisst, was ich meine? Also weiß ich nicht, was man sich da vorstellt bei Deadpool. Man bekommt das, was man bekommt. Also man bekommt, was man erwartet. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich finde sowieso ein bisschen zu viel immer. Das Ganze, man sucht immer irgendwelche Probleme, meckert dies, das. Über jeden Film, über alles wird nur noch rumdiskutiert und gemeckert und gemotzt. Grafik hier, scheiße. Design, scheiße. Das, scheiße. Hier. Da sind ein paar Schwarte dabei, das ist scheiße. Oder so, das ist alles, wenn man sich einfach mal einen Film, keiner guckt mehr Filme, um irgendwie abzuschalten und den Spaß zu haben, so habe ich das Gefühl. Und nur noch Leute am Motzen. Niemand kann nicht mehr irgendwie so einen guten Blockbuster sich angucken. Ist meiner Meinung, gefühlt ist das so. Also ist es, meiner Meinung nach, ist eine ganz komische Entwicklung zurzeit. Aber wir gucken mal hier in diesen Steelbook rein. Aber erstmal das Deadpool Steelbook, das sieht dann so aus. Ein relativ schönes Cover, finde ich, das mit Deadpool. Ja. Und dann haben wir das Deadpool Logo. Dann zeige ich mal ganz kurz von der Seite. Machen wir das Gesamte mal auf. Ja, das hier innen drin gefällt es mir nicht so. Das ist okay. Kann man machen mit Rot. Ja, und dann haben wir hier den Deadpool und Wolverine Filme dabei. Hier nehme ich mal ganz kurz auch den raus. Hier sehen wir dann einfach nur das Deadpool-Logo und dann einmal hier Wolverine. Ja. Das ist dann die erste Version. Ihr findet hier auch, warte mal ganz kurz, mit denen hier so ein kleiner, ein bisschen, man ist so ein bisschen ein Lack drauf, also ein leichter, würde ich sagen, ein bisschen, nee. Es täuscht nur, aber ja, stimmt, das täuscht. Aber egal. Packen wir mal hier zur Seite. Ja, machen wir das hier mal auch mit den Wolverine. Und ich finde halt die Chemie, die funktioniert bei denen ganz gut. Die haben eine ganz gute Chemie. Und das hat mir an dem Film auch ganz gut gefallen. Ich finde der aber wirklich, der ist unterhaltsam. Das ist ein unterhaltsamer Film. Comedy, ein bisschen Spaß, Action, dies, das. Und man kriegt eigentlich Deadpool
Ein Deadpool-Film mit Wolverine, also genau das, was auf der Verpackung steht, finde ich super. Und so, wie es, es fühlt sich an wie ein Comic. Ja, hier haben wir dann das Incover. Gelb. Ja, es ist halt Deadpool und Wolverine, einmal rot und einmal gelb. Ne? Das ist so dieses Style, den sie hier fahren. Ja? So sieht es dann aus. Ich finde beide ganz hübsch eigentlich. Hier, ach, das ist hier. Hier merkt man diesen leichten, ist leicht gestanzt. Ne? Ich glaube, das habe ich hier nämlich auch gespürt. Genau, hier habe ich den Deadpool-Logo und das haben wir hier auch gespürt. Das war ein bisschen leicht gestanzt. Deswegen. So sieht es dann. Ich zeige es mal ganz kurz, wie es dann nebeneinander aussieht. So sieht es dann nebeneinander aus. Ja, finde ich gerade. Das sieht eigentlich gar nicht mal so cool aus. Also uncool aus, meine ich. Wisst ihr, was ich meine? Ihr? Ja, scheiße. Es sieht cool aus, ne? Das sieht echt cool aus. Ne? Oder? Das fetzt schon, wenn man die so nebeneinander hat. So könnte ich mir auch so Poster oder sowas vorstellen. Ja, aber ich würde mal sagen, das hier war's mit diesen Unboxing zu diesen zwei Steelbooks und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!